Ladies and gentlemen, live on tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 275. Es ist der 31.12.2020. 2020 ist somit offiziell vorbei und wir geben euch noch als kleines Bonbon einen Jahresrückblick. Das sind einmal der Eugen. Hallo. Und die Samira. Hallo. Wir blicken zurück auf das Jahr 2020. Es hatte seine Höhen, es hatte seine Tiefen. Wir gehen auf alles ein. Unsere Kategorie, mit der wir jetzt anfangen, ist eine der beliebtesten von den Hörern. Würde ich jetzt soweit sagen und wir gucken mal nach, wie es aussieht. Der Boxer des Jahres international. So, der Boxer des Jahres international. Samira, wer ist das bei dir? Ja, ich musste mich entscheiden. Ich hatte die Qual der Wahl, aber auf Platz 1 ist bei mir Tyson Fury gelandet, auch wenn er nur einen Kampf 2020 hatte gegen Deontay Wilder, aber der war halt so beeindruckend. Ich meine, TKO in der 7. Runde und war halt ein krasses Statement, dass es für mich sozusagen ausgereicht hat. Natürlich, ja, darf man jetzt nicht so die Sachen, die davor passiert, in den Jahren zuvor, die kann man auch nicht ganz vergessen, so was er so geleistet hat, aber trotzdem, dieser Kampf war einfach krass. Für mich ist er deswegen der Boxer des Jahres international. Aber ich habe mich halt schwer getan, weil ich hatte quasi auf dem zweiten Platz Teofimo Lopez. Einfach wegen seinem krassen Sieg gegen Lomachenko. Aber im Endeffekt, da ich wahrscheinlich auch eher dann doch ein bisschen mehr das Schwergewicht favorisiere, habe ich mich dann für Tyson Fury entschieden. Platz 1 Tyson Fury. Bei mir sieht es genauso aus, auch aus den genannten Gründen, die du hattest. Es ist halt nicht vor allem, weil er gewonnen hat, sondern wie er gewonnen hat. Er hat den ersten Kampf gegen Wilder für mich gewonnen und ich dachte, ja gut, was will der großartig anders machen? Und er hat einfach alles anders gemacht. Er ist quasi durch ihn durchmarschiert, hat ihn von vorne bis hinten dominiert und er hat nicht in irgendeiner Form Fury die Möglichkeit gegeben, in irgendeiner Form zu glänzen. Wilder die Möglichkeit gegeben, zu glänzen. Und dass wie er schon alles gemacht hat, das war schon geil. Und das war auch so der Kampf für mich, wo ich mit am meisten mitgefiebert habe. Eugen, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also für mich auch, vor allem diese Deutlichkeit, in der er Wilder besiegt hat, das war halt Wahnsinn. Und von daher, finde ich, kannst du eigentlich auch nur eingeben. Dann kommen wir mal zur nächsten Kategorie. Die Boxerin des Jahres international. Und die ist neu und das ist die Boxerin des Jahres international. Ich gebe ganz offen zu, ich habe jetzt einfach gerade keinen größeren Kampf, außer vielleicht den von Delphine Persoon gegen Katie Taylor im Kopf. Aber wer war für dich, Samira, die Boxerin des Jahres international? Ja, da hast du ja schon den richtigen Kampf eigentlich rausgesucht. Auf jeden Fall auch den, an den ich da zuerst, sagen wir so, gedacht habe. Weil erstmal muss man Katie Taylor halt hoch anrechnen, dass sie nach ihrer Niederlage 2019 gegen Delphine Persoon dann trotzdem so schnell, ja, 2020 während Corona dann auch noch, was jetzt vielleicht auch nicht so schön ist, ne, so ohne so eine große Crowd, ohne so viele Fans, gegen Delphine Persoon dann nochmal anzutreten, die halt echt eine gute Boxerin ist und dann aber auch diesmal zu überzeugen und deutlich zu gewinnen. Und das muss man halt erstmal nachmachen. Das war halt echt ein guter Kampf. Und sie hat halt gezeigt, dass sie schlagen kann. Sie hat sogar zweimal in diesem Jahr geboxt unter Corona. Danach noch im November, am 14.11. gegen Miriam Gutierrez hat sie auch gewonnen. Natürlich war die Gegnerin jetzt nicht mehr so stark wie Persoon, aber muss man jetzt auch nicht erwarten. Ne? Wenn man einmal so eine Weltklasse-Frau geschlagen hat, dann kann man sich vielleicht im nächsten Kampf auch mal eine bisschen schwächere Gegnerin aussuchen. Trotzdem ist sie aktiv geblieben und ist einfach diesem gefährlichen Kampf nicht aus dem Weg gegangen. Und deswegen ist sie halt für mich die eindeutige Boxerin des Jahres international. Ja. Da Clarissa Shields dieses Jahr nicht geboxt hat, gehe ich damit. Eugen, wie siehst du?
S. Auch da würde ich mich anschließen. Mir würde sonst jetzt kein Name einfallen, den ich da groß ihr vorziehen würde. Ich bin mal gespannt, wie das bei unserer nächsten Kategorie aussieht. Der Boxer des Jahres national. Eine Kategorie, mit der wir uns ja auch immer etwas schwer tun. Da würde ich gerne als erstes meine Antwort geben, wenn ihr nichts dagegen habt. Darfst. Dankeschön. Für mich ist der Boxer des Jahres national. Ich glaube selber ja gar nicht, dass ich das sage. Robin Krasnitschi. Robin Krasnitschi hat mich sowas von dermaßen umgehauen dieses Jahr, im wahrsten Sinne des Wortes, dass er Dominik Bösel in der zweiten Runde K.O. geschlagen hat. Aber wie? Aber wie? Ich muss das nochmal wiederholen. Robin Krasnitschi schlägt in der zweiten Runde Dominik Bösel K.O. Der Typ hat, glaube ich, keine 10 K.O.s auf dem Tacho gehabt oder so. Und der schafft es dann einfach mal, Dominik Bösel kurzrundig, aber sowas von rauszunehmen. Damit habe ich einfach so gar nicht gerechnet. Die Art, wie er es gemacht hat, das war wirklich richtig gut. Also da hat er mich richtig mit, also da war ich richtig baff, wenn ich mir überlege, dass Krasniqi von einem Jürgen Brämer vermöbelt worden ist, von einem alten Arthur Abraham, der schon seine beste Zeit lange hinter sich hat, ausgeboxt wurde. Da hat er wirklich noch mal so ein paar Feinheiten mit Magomed Shaburov noch mal geändert und das war echt gut. Also Hut ab vor der Leistung, die er da gezeigt hat. Das hat ja auch noch mal einen guten Wirbel auch in den Medien gebracht für den Boxsport. Von daher meine Boxer des Jahres national, Robin Krasniqi. Eugen, wie sieht's bei dir aus? Ich habe auch an ihn gedacht. Er war auch einer meiner Kandidaten, aber ich habe mich für Abbas Barrau entschieden und ja, weil er von der vom Qualitätslevel einfach nochmal eine Stufe höher ist. So vom Impact und vom Knockout und von Überraschung und alles gut, bin ich auch ganz bei krassen Niki, der dann vielleicht auch mal aufgezeigt hat, dass vielleicht der Bösel jetzt auch nicht so viel Qualität hat. Aber von rein Skill her würde ich mit Abbas Baru gehen, der halt Kohlschreier einen Wahnsinnskampf geliefert hat. Kohlschreier als Amateurweltmeister, ja, da schon vor arge Probleme gestellt hat, ne? Und einen Riesensprung in der Gegnerschaft und von daher bin ich bei Abbas Baru, aber ich kann deine Wahl auch vollkommen nachvollziehen. Samira, was ist dein Boxer des Jahres national? Ja, ich freue mich ja, dass wir uns in dieser Kategorie nicht so einig sind oder schon alles nachvollziehen können, aber trotzdem an Position 1 alle jemand anders gesetzt haben, weil ich habe an Position 1 halt den Besieger von Abbas Barau gesetzt. Für mich ist Jack Kulkai die Nummer 1, weil er halt sozusagen das größte hoffnungsvolle Talent von Sauerland geschlagen hat und weil das auch nicht jeder so ihm zugetraut hat und ich seine Leistung, natürlich war das ein enger Kampf, aber bei mir hat er auch gewonnen, auch wenn es knapp war. Aber ich fand seine Leistung echt gut und dadurch, dass er halt sozusagen das größte Talent in Deutschland schlägt, was wir so haben, ist es auf jeden Fall nochmal ein großes Statement für einen 35-jährigen Boxer. Und ja, ich glaube, da hat er bei mir die Position behalten vom letzten Jahr. Das weiß ich jetzt aus dem Kopf gerade nicht mehr, aber also ich kann mit allen euren Angaben kann ich auch d'accord gehen. Von daher finde ich, also ich finde es schön, wie du gerade schon gesagt hast, ich finde es schön, dass wir da alle jemand anders haben, aber alle verstehen können, warum wir diese Person ausgewählt haben. Kommen wir zu einem der Highlights des Jahres. Der Kampf des Jahres. Der Kampf des Jahres. Ich finde dafür, dass, obwohl es dieses Jahr Corona gab, gab es schon eine Menge Kämpfe, die echt gut waren, wo man mitgefiebert hat, die einen auch überrascht haben. Gab ja ein ganzes Wochenende, wo wir zum Beispiel mit unseren Prognosen komplett falsch lagen. Da haben wir ja auch eine Folge zu gemacht. Da bin ich mal gespannt, ob auch einer der Kämpfe dabei ist. Samira, dein Kampf des Jahres. Wer war es und warum? Ja, das ist auch so eine sehr schwierige Kategorie. Da hatte ich so ad hoc irgendwie drei Kämpfe im Kopf, die irgendwie mich so nachhaltig vielleicht beeindruckt haben. Aber, also einmal Alexander Povetkin gegen Dillian White, das hätte ich auf Platz 3. Dann Tyson Fury natürlich gegen Deontay Wilder. Aber mein Platz 1 habe ich mich dann doch entschieden, weil ich das so unglaublich fand, Wassyl Lomachenko gegen Teofimo Lopez. Einfach dieser Sieg.
von Lopez, 23-jähriger Boxer, schlägt oder boxt auch noch den vermeintlich besten Boxern der Welt aus. Damit hat echt niemand gerechnet, dass Lomachenko da zumindest ausgeboxt wird. Viele dachten ja, wenn das er irgendwie dann irgendwie vorzeitig gestoppt wird, aber dass er da so ausgetanzt wird von so einem jungen Boxer, der noch gar nicht so viel Erfahrung hat, aber extrem viel Talent hat und sehr klug geboxt hat, das war irgendwie der Überraschungsmoment so groß, deswegen sage ich, dass das mein Kampf Nummer 1 ist. Eugen? Ja, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Also ich sehe das ziemlich ähnlich. Und auch als ich mir so Gedanken gemacht habe, war Povetkin gegen White auch ganz weit vorne bei mir, weil einfach aufgrund des, ja, der Ausgangslage, dass White ja schon als Favorit in den Kampf ging. Povetkin wiegte ja schon ein bisschen alt, aber er hat es dann halt auch im Kampf wiegte er durchaus ja nicht mehr ganz so frisch, aber er hat es dann doch noch hinten raus geregelt. Und das fand ich auch schon Wahnsinn. Also so vom Schockmoment war das schon beeindruckend. Natürlich in deutscher Ebene natürlich Baru gegen Kohlschei. Sonst sicherlich noch Santa Cruz gegen Gervonta Davis. Aber ich würde mich auch dann für Sabiras Wahl entscheiden. Alles nachvollziehbar. Ich gehe dann bei mir Kampf des Jahres. Also nicht, weil er boxerisch ganz so toll war, sondern einfach, weil ich so, ja, einfach so auf einer emotionalen Ebene, weil ich mich da halt auch einfach so drauf gefreut habe. Tyson Fury gegen Deontay Wilder. Ich habe mich richtig auf dieses Rematch gefreut. Und als ich einfach nur das zu sehen im Fernsehen, was da passierte, wie der das war ja noch vor Lockdown, was da alles in der Halle abging, der Sound, das Nachbeben von diesem Kampf, das war für mich der größte Kampf des Jahres dadurch. Vor allem, als Tyson Fury dann halt noch gesungen hat nach dem Kampf, das war halt der Wahnsinn, ne? Ja. Das ist ein Traum gewesen. Also vom Flair, von der Atmosphäre bin ich da auch bei dir, kann ich absolut nachvollziehen, weil das war noch irgendwie reales Boxen, so was halt noch wirklich Freude gemacht hat. Dieses Clean jetzt in Corona-Zeiten macht nicht so viel Spaß. Und von daher verstehe ich deine Wahl auch vollkommen. Aber ich denke, das sind alles ziemlich würdige Kandidaten gewesen. Auf jeden Fall. Ich auch keine Kritik an euren Wahlen hätte ich auch nehmen können. Also keine Frage, aber es irgendwie hat das war mal so der Kampf des Jahres, wo ich wirklich emotional auch am meisten mitgegangen bin. Kommen wir dann zu einer anderen Kategorie, die dieses Jahr auch neu dabei ist, und das wäre der Frauenkampf des Jahres. Der Frauenkampf des Jahres. Samira, ich kann mir schon fast vorstellen, wer das bei dir sein könnte. Ja, das ist wahrscheinlich dann einfach zu erraten, wenn man schon die Boxerin des Jahres gehört hat. Aber trotzdem habe ich mich zwischen zwei Kämpfen entscheiden müssen, was ja auch eigentlich ein ganz gutes Zeichen für den Frauenboxsport ist. Ich meine, Cecilia Brekus hat ja auch geboxt gegen Jessica Metcalf-Kill. Und natürlich gegen Cecilia Brekus am 15.8. als Favoritin in diesem Kampf, auch als viel erfahrenere Boxerin. Sie hat ja viel mehr Erfahrung. Jessica Metcalf-Kill hatte da gerade mal so 8 Siege und 2 Niederlagen und hat trotzdem gegen Cecilia Brekus gewonnen, was ja schon extrem das Upset war. Damit haben auch sehr, sehr wenige Leute gerechnet. War auch ein guter Kampf. Und trotzdem habe ich mich dann für den Frauenkampf des Jahres anders entschieden, nämlich Katie Taylor gegen Delphine Persoon 2. Und ja, das war für mich der beste Kampf in diesem Jahr. Ich gehe eigentlich eher mit dem Kampf jetzt habe ich eine Wortfindungsstörung. Brekus? Von Brekus, ja, weil da einfach das Upset größer drin war. Weil Brekus, ja, da hat man halt gedacht, so wie du ja schon gesagt hast, so ein paar Niederlagen schon, ach komm, nur ein Kampf, dann hat die diesen einen Rekord egalisiert. Ja, Pustekuchen. Also von daher gehe ich schon mit dem Kampf, weil da auch eine größere Überraschung drin war. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Eugen sagt, weil entweder sagt der A oder er sagt B. So ist es. Es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt alle Frauenkämpfe diesem Jahr gesehen habe und vielleicht gibt es ja irgendwo irgendwas, was sicherlich auch noch erwähnungswürdig wäre, aber ich würde jetzt vom reinen Skill-Level auch mit Katie Taylor gegen Delphine Persson gehen. Aber beides nette Kämpfe. Kommen wir mal zu der Lester-Kategorie. Das Mismatch des Jahres.
das Mismatch des Jahres. Kämpfe, die die Welt nicht braucht. Ob jetzt Corona ist oder nicht, diese Kämpfe gibt es immer. Und ich bin mal gespannt, was das, was der Kampf des Jahres, den die Welt nicht brauchte, bei euch ist. Fangen wir mal mit dem Eugen an. Welcher Kampf hätte echt nicht sein müssen? Boah, ich denke, da gab es eine Menge. Weil es gab eine Menge Stay-Busy-Kämpfe. Und es ist natürlich auch ja, Corona geschuldet, dass es einige Kämpfe gab, die normalerweise wahrscheinlich hätten einfach auch nicht zustande kommen sollen. Aber ich tue mich da auch schwer, weil es da einige gab, aber ich würde einfach mal, ja, mit dem ganz alten, weiß nicht, Sergej Lajkovic gegen Evgeny Romanov fällt mir so, ist mir so spontan eingefallen, dass das so ein Kampf ist. Weiß nicht, der Lajkovic, der weiße Wolf, absolut jenseits von Gute und Böse, gehört wahrscheinlich auch nicht mehr in Boxringe. Und was soll das, gegen einen starken, ungeschlagenen Russen den zu stellen? Also, ja, ich weiß nicht, das ist einfach nur so Geldverdienerei. Aber da gibt es sicherlich unendlich viele Beispiele. Wenn man da eine Menge Cards durchgeht, wird man eine Menge Kämpfe finden, die allesamt extrem würdig sind. Samira? Ja, da hatte ich auch so zwei in der engeren Auswahl. Also einmal Joe Joyce gegen Michael Wallisch. Aber das ist nur Bingo, das war auch meine Wahl. Aber das ist nur an Position 2. Jetzt kommen wir zu Nummer 1. Marco Huck gegen Dennis Lewandowski ist bei mir an Position 1, weil boah, dieser richtig, Kampf, richtig. Den habt ihr vergessen wahrscheinlich. Den habt ihr verdrängt. Weil den hat die Welt wirklich nicht gebraucht und das hat Marco Huck nichts gebracht, das hat Lewandowski nichts gebracht, das hat ja, kaum das jemand mitgekriegt und das muss man als Boxfan auch nicht sehen. Also das war für mich, glaube ich, wirklich der unnötigste Kampf in diesem Jahr. Ich würde dann spontan mich umentscheiden. Wallisch ist natürlich auch verheerend gewesen. Lajkovic ist ja auch verheerend gewesen. Es sind immer so Dinge, an die ich eigentlich ungern zurückdenke, an so solche Kämpfe, weil das sind einfach so Kämpfe, die braucht die Welt nicht. Und der Lewandowski, der war ja natürlich in einer atemberaubenden Form. Ne? Das war ja unfassbar. Atemraubend trifft es ganz gut. Aber es ist ja, also, ja, eins muss man dem Lewandowski aber auch mal lassen. Bedenken, wie viel wog der? 150 Kilo? 152. Dass der sich, also viel bewegt hat er sich nicht, aber dass der stehen geblieben ist und trotzdem immer noch mal hier und da geschlagen hat, das fand ich schon erstaunlich mit dieser Körperfülle. Ja, natürlich, muss man auch erstmal schaffen, natürlich. Aber ich meine, natürlich kann man immer sagen, klar, es ist auch eine gute Leistung. Ich meine, wir wissen alle, der hat eine gute Amateurlaufbahn und so, das ist eigentlich auch kein schlechter Boxer, aber mit 152 Kilo ist man halt nicht in Shape. Das weiß halt jeder. Wie groß ist er? 1,88. Das sah halt auch dann so aus im Fernsehen. Und ja, ich weiß nicht, ich zähle das jetzt auch nicht so als Sieg, nur weil man halt stehen bleibt. Ich meine, viele Leute könnten gegen Weltmeister stehen bleiben, selbst die noch nie geboxt haben, nur weil sie viel einstecken können. Ich weiß nicht, ob das immer so ein tolles Qualitätsmerkmal ist. Weißt du, das stehen bleiben ist nicht unbedingt immer so. Mhm. Weißt du, für mich ist es nicht immer so. Ich finde es manchmal besser, wenn es dann vorzeitig beendet wird, anstatt da irgendwie sich jede Runde was einzufangen. Natürlich kann man eher sagen, Marco Huck hätte das vorzeitig beenden müssen. Das müsste man vielleicht eher dann zu diesem Kampf sagen. Ja, auf jeden Fall. Sagen wir mal so, dadurch, dass er das auch noch nicht mal vorher beendet hat, hat es auch schon zu einem Mismatch gemacht. Gut, kommen wir zu einer der Edelkategorien. Was war denn dein Mismatch? Habe ich es gerade wieder vergessen? Was hast du gesagt? Ich habe Joyce gegen Wallisch gesagt. Ach genau, du hast Joyce gegen Wallisch, stimmt ja. Dann hatten wir alle ähnliche Sachen, okay. Gut, dann kommen wir zu der Edelkategorie des Jahres. Der K.O. des Jahres. Der K.O. des Jahres, der Kampf, der nicht über die volle Runde ging und das in einer besonders eindrucksvollen Art. Ich vermute mal, einer von euch beiden wird Povetkin gegen White drin haben. Habe ich recht? Ja. Oh, dann bin ich gespannt. Eugen. Von der Brutalität des Knockouts, also das ist natürlich auch ein Kandidat, aber ich habe mir gestern einfach nochmal die Knockouts so angeguckt, die krassesten, die es so dieses Jahr gab. Und ich muss sagen, Ilaida Alvarez gegen Michael Seals, wie der den weggemacht hat und wie der dann zusammengesackt hat, das fand ich schon ziemlich sexy. Ich glaube, der war im März der Kampf, richtig? Bitte? Ich glaube, der war im März der Kampf. Ja, ich meine schon.
Aber die Art und Weise, wie diese Hand eingeschlagen ist, und es war, klar, es war dann, glaube ich, hinten raus halt der K.O. schon, der war schon gut gezeichnet, aber diese eine brutale Hand, ich liebe ja K.O.s, wo nicht so Schlagsalven entscheiden, sondern wo es dann einfach eine Hand ist, die einschlägt und bumm und ist vorbei. Das finde ich einfach total geil. Und ja, aber Povetkin gegen den White ist natürlich auch absolut ein Kandidat. Samira? Ja, ich habe ja schon ja gesagt. Also bei mir ist der K.O. des Jahres Alexander Povetkin gegen Dillian White, weil das auch einfach so ein One-Punch-Knockout war, so ein Uppercut. Das war einfach krass und auch wie White dann umgenietet ist, wieder umgefallen ist. Also das sah schon richtig hammermäßig krass aus und das haben, glaube ich, auch die wenigsten Povetkin zugetraut und ja. Das war für mich der K.O. des Jahres, wobei ich natürlich noch von Gervonta Davis gegen Leo Santa Cruz diesen linken Uppercut, der war auch richtig, richtig krass, mörderisch. Also da habe ich auch überlegt zwischen den beiden. Aber da es im Schwergewicht natürlich immer noch krasser aussieht, wenn jemand umfällt, habe ich mich dann doch Also Alexander Povetkin gegen White entschieden. ich hab mich für den Kampf entschieden, weil der auf den Erstblick gar nicht so brutal aussah. Erst in der Zeitlupe hast du ja gesehen, der hat ja den Uppercut so richtig, wie will ich das umschreiben, so unter der Deckung durchgelupft und gut getroffen, also aber aus einer schönen Höhe, aus einer schönen Körperbewegung rein, gut getroffen und bums, weg war der. Das sah in der Schnelligkeit gar nicht so brutal aus, aber in der Zeitlupe hast du erstmal gesehen, wie super präzise der gesetzt war. Und deswegen, es gab vielleicht härtere, krassere, aber so der K.O., wie er gemacht war, Chapeau, vor allem wenn man noch überlegt, dass Povetkin selber noch eine Runde vorher selber am Boden war. Das gibt der Sache ja dann auch mal, sag mal, das ist so die Kirsche noch mal oben auf dem Sahnehäubchen. So, eine ähnliche Kategorie, die also mich persönlich immer sehr emotional anspricht, weil ich liege, das habe ich in einer unserer Folgen auch schon mal gesagt, ich liege ja verdammt gerne falsch bei meinen Prognosen, weil ich ja dann aber immer was sehe, was ich so vorher nicht gesehen habe. Und das wäre jetzt in dem Fall bei Das Upset des Jahres. das Upset des Jahres. Welcher Kampf ist ausgegangen, wie er ausgegangen ist, ohne dass man das vorher so gedacht hätte? Eugen, wo hast du gedacht, das gibt doch nicht, das sehe ich hier gerade nicht wirklich. Ja, also das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum ich mich beim K.O. des Jahres dann für den anderen Kampf entschieden habe, weil ich wollte ja nicht zu viel mit zu viel Iren überschütten, aber ich denke, das ist ja Upset ist schwierig zu sagen. Ich habe mich jetzt auch dann jetzt für Povetkin gegen White entschieden. Es gibt natürlich aber auch, man kann sich natürlich auch für Tyson Fury entscheiden, weil diese Krassheit, das ist schon Wahnsinn gewesen, ne? Also wie dominant er den Wilder geschlagen hat, das ist schon sehr eindrucksvoll. Und wie dominant er den Kampf gestaltet hat, das ist ja auch irgendwo eine Art von Upset. Aber so das Überraschendste fand ich, also muss ich mich auch dann für Povetkin gegen White entscheiden. Gerade weil dieser Moment des Drehens, des Knockouts, das war Wahnsinn. Also das ist, ja, muss ich diesen Kampf wählen. Da bin ich mal gespannt, was Samira dazu sagt. Kann das natürlich auch nachvollziehen, aber bei mir ist da einfach auch Lomachenko gegen Teofimo Lopez. Für mich war das eine der größten Überraschungen. Natürlich kann man auch irgendwie an Joe Joyce gegen Daniel Dubois denken, auch an Cecilia Brekhus Klar. gegen Jessica McCaskill haben wir auch schon vorher erwähnt. Aber für mich das größte Upset ist immer noch Lomachenko gegen Lopez. Weil ihr die beiden jetzt genannt habt, muss ich was anderes sagen. Und ich bin hin und her gerissen, wer was für mich das Upset des Jahres ist. Einmal wäre das der Kampf Dominik Böse gegen Robin Krasnitschi. Bei Krasnitschi habe ich das im Leben, also wirklich nicht in drei Leben zugetraut. Vielleicht das irgendwie nach Punkten vielleicht noch eng zu gestalten, aber dieser so ein schneller Knockout ist es natürlich schon Und vor hammerhart, allem ein ne? guter Knockout, ein richtig guter Ja. Knockout. Der war ja richtig lecker. Und vielleicht noch so ein kleines Ding. Vielleicht, ich sage Böse gegen Krasniqi, aber ich möchte noch einen Kampf erwähnen, wo ich den vielleicht nicht viele so auf der Karte haben. Und das war Kovnacki gegen Helenius. Kovnacki hat sich Ja. nach und nach immer schön seine Position in der Rangliste hochgekämpft. Und wurde schon so auf Contender-Niveau gesetzt. Und dann so ein Robert Helenius, der schon seine beste Zeit lange hinter sich hat,
zerstört den. Da habe ich auch gedacht, so, das hätte ich jetzt dem alten Typen nicht mehr zugetraut. Von daher, das war für mich auch so ein kleines Upset des Jahres. So, jetzt kommen wir mal zu einem nicht so schönen Thema. Die Enttäuschung des Jahres. Da habe ich Corona stehen. Das ist zwar kein Kampf in dem Sinne, aber Corona hat vieles dieses Jahr einfach im Bereich Boxen oder Boxveranstaltungen kaputt gemacht. Oder auch einfach sehr viel blockiert oder hat auch den Sport als solches ein bisschen verändert. Samira, ist denn bei dir die Enttäuschung des Jahres? Sind mir gleich so viele Sachen eingefallen. Vielleicht zu viele, ich weiß nicht. Also die erste Enttäuschung des Jahres ist Deontay Wilder. Einfach wegen diesen ganzen Ausreden für seine Niederlage gegen Fury, dass einmal dieses Kostüm zu schwer war und dann gab es die manipulierten Handschuhe mit seinem, weiß ich nicht, mit seiner Verschwörungstheorie da. Und dann hat er seinen Coach wegen Illoyalität gefeuert. Ein schwieriges Wort. Genau. Gerade wenn man so viel redet. Ja, von daher ist für mich er so ein bisschen der Verlierer in diesem Jahr, einfach weil er sich irgendwie ein bisschen. Einfach, das ist einfach too much, was er da so in der Öffentlichkeit rausposaunt, nur weil er mit seiner Niederlage nicht klarkommt. Das ist jetzt irgendwie, vielleicht muss man mal bei sich die Fehler suchen, anstatt immer bei anderen oder an sein Kostüm. Dann natürlich, weitere Enttäuschung des Jahres ist auch Tom Schwarz, weil er einfach seine Karriere unnötigerweise, sagen wir so, beendet hat, wegen ja Dingen, die außerhalb des Boxrings passiert sind, sagen wir mal so. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass er auf Weltniveau irgendwie im Schwergewicht geboxt hat, aber trotzdem ist es eine Enttäuschung, weil so schnell ist er halt weg vom Fenster und er war ja auch SES-Zugpferd. Von daher ist es für die auf jeden Fall auch schade und ja, so abrupt muss man ja seine Karriere jetzt auch eigentlich nicht beenden, nur weil man sich da nicht in Zaum halten kann. Die weitere Enttäuschung ist auch Mahmoud Shah, weil er seit dem 25.11.2017 immer noch nicht geboxt hat. Und was mir noch eingefallen ist, war auch das Schwergewichts-Comeback von Juan Pablo Hernandez. Ich finde, das war auch irgendwie wie so eine kleine Enttäuschung dieses Jahr, weil ja, in so einer schlechten Form hätte selbst ich ihn nicht erwartet. Und von der WBC, diese neue Gewichtsklasse, das Bridgerweight, ja, zwischen 90,718 bis 101,65 Kilogramm. Das ist für mich auch eine Enttäuschung des Jahres, weil das braucht kein Mensch. Hast du dich jetzt irgendwie 2 Tage abends mal hingesetzt und mal so eine Flipchart gemacht? Meine Güte, du hast dir ja richtig Gedanken gemacht. Ja, ich bin einfach unsere Folgen durchgegangen und dann fällt einem wieder sehr viel ein, worüber wir das ganze Jahr geredet haben. Chapeau, ich ziehe meinen Hut vor dir, den du jetzt gerade nicht siehst. Eugen, hast du dir auch so eine lange Liste gemacht, die detailliert war? Nein, ich bin da auch bei dir. Mir kam da sofort auch Corona in den Sinn. Natürlich kann man Corona immer vorschieben, als warum dies und jenes nicht zustande kam, aber es hat da doch viel, viel eingeschränkt und verändert und von daher würde ich auch absolut Corona. Es kam mir sofort in den Sinn und ich habe es auch dann in meine Liste geschrieben. Kommen wir zu den kontroversen Bereichen. Die Fehlentscheidung des Jahres. Bei der Fehlentscheidung des Jahres bin ich mal gespannt, was eure Angaben sind. Samira, war für dich so der Kampf, wo du sagst, dieses Jahr, das Ergebnis stimmt nicht? Da sind mir 2 Sachen direkt in den Sinn gekommen, wobei das eine nicht so richtig zählt, weil das war ja kein richtiger Kampf. Ich weiß schon, worauf du anspielst. Also auf jeden Fall Fehlentscheidung des Jahres Mike Tyson gegen Roy Jones Jr., dass das ein Unentschieden gewertet war, das ist, finde ich, immer noch unglaublich eigentlich. Aber egal, das war halt eine Show und da darf man auch das Urteil nicht so ernst nehmen wahrscheinlich. Aber für mich hat da Mike Tyson jede Runde gewonnen, deswegen ist es trotzdem irgendwie ein Unentschieden, auch wenn das jetzt nicht bei Boxrec gelistet ist. Aber ich habe halt noch einen anderen Kampf. Das war jetzt vielleicht nicht, na doch, es war eine der größten Fehlentscheidungen, aber es war jetzt nicht so international wahrscheinlich wahrgenommen. Halt von Rico Müller, ne, gegen Rafał Jakiewicz, ich glaube, es war ein Pole. Da hat ja zuerst Rico Müller nach Punkten offiziell verloren, obwohl jeder ihn vorne irgendwie sah. Dann hat er und sein Manager Beschwerde eingereicht. Dann hat der BDB den Kampf nochmal mit 9 Punktrichtern, irgendwie, glaube ich, mit 5 oder so, nochmal gewertet, die aber alle Rico Müller vorne sahen. Und
irgendwie wurde das Urteil dann ja revidiert. Zuerst war es, glaube ich, ohne Urteil, dann wurde es revidiert und jetzt hat er auch gewonnen. Auf jeden Fall war das alles sehr, sehr merkwürdig. Der Kampf fand am 29.08. in Braunlage statt. Und keiner weiß so richtig, wie das zu diesem Urteil am Anfang gekommen ist und warum am Ende das alle so klar für Rico Müller sehen, warum er da, also da muss es ja irgendwelche Streitigkeiten geben, aber da wollte ihn irgendjemand eins auswischen. Ich meine, wie kann man sich sowas erklären? Aber es ist halt keine Fehlentscheidung, die geblieben ist, sondern sie wurde revidiert. Das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen. Von daher, ja, aber es war trotzdem ein bisschen alles komisch, so wie es manchmal im Boxsport ist. Ja, ist gute Werbung für den Boxsport sowas, ne? Eugen, ja. Was war für dich die Fehlentscheidung? Ah, schwierig, schwierig. Ich habe mir aufgeschrieben, Abasparu gegen Jack Holtschai, weil ich das so nicht so ganz verstanden habe, wie man den Kampf Holtschai geben kann. Auch im Hinblick auf die Zukunft. Also das ist so aus deutscher Sicht für mich relativ enttäuschend gewesen. Aber es gab sicherlich, das ist kein richtiger Beschiss oder sowas. Das ist natürlich ja nicht der Fall. Da gab es sicherlich einige Sachen, insbesondere auf Kleinringveranstaltungen kursierten ja auch ein paar Videos, so die man so gesehen hat, wo es einfach offensichtlicher Beschiss war. Aber das sind eigentlich so Sachen, die ich eigentlich auch ungern erwähnen möchte, weil das hat oftmals auch dann mit Boxen teilweise nichts mehr zu tun, sondern es ist einfach nur so irgendwelcher Milieumist und Kämpfe, die dann halt so, ja, das ist halt, hat halt wirklich sportlich eigentlich keine Relevanz. Von daher habe ich mich für Abasparu entschieden gegen Jack Holtschai. Bei mir war es dann doch der Showkampf von Mike Tyson gegen, ja, weil er hat jede Runde gewonnen. Auch, es sind zwei ehemalige Boxer, von daher zählt das für mich schon irgendwie. Ja, und irgendwie hatte man auch, ich bin ja da auch bei dir, ich kann das voll und ganz nachvollziehen, weil er hatte einfach den Eindruck, er hätte ihn jederzeit hätte ihn killen können, so wenn er gewollt hätte. So, und jetzt denke ich, kommen wir mal zu den Kategorien, wo es durchaus, glaube ich, auch Streitpotenzial gibt. Die Top 5 Pound for Pound national. Fangen wir erstmal in Deutschland an. Eine Liste, die sich bei mir in großen Teilen sehr zu der vom letzten Jahr unterscheidet. Ich lasse aber Samira einmal den Vortritt, um zu hören, wie ihre Top 5 national Pound for Pound aussehen. Platz 1 Jack Holtschai, Platz 2 Jürgen Bremer, Platz 3 Felix Sturm, Platz 4 Noel Gevor, Platz 5 Robin Krasnicki. Jetzt muss ich aber einmal ganz schweren Einspruch erheben. Okay. Aber ganz, ganz schweren. Ja. Denn Jürgen Bremer hat 2020 nicht geboxt. Das, nee, würde ich, nee. Also das ist okay, weil der von der Leistungsfähigkeit wird er wahrscheinlich immer Pound noch nahezu Pound alle besiegen. Aber trotzdem Pound-for-Pound-Liste, die ist doch, darf man den da nicht reinnehmen oder wie? Also wenn ich das Jahr 2020 beurteile, dann muss ich auch Leistungen beurteilen. Das ist nur meine persönliche Meinung. Ja, okay, bei mir wird ja klar, dass ich habe das halt ein bisschen anders gemacht, sonst wäre ja Felix Sturm da auch nicht drin. Ich meine, der hat jetzt auch keinen, der hat gegen Timo Rost geboxt, sonst wäre da gar nicht da aufgeführt. Aber bei mir zählt da halt auch alles, was die Boxer bisher in ihrer Laufbahn so geleistet haben, weil sonst wäre auch Noel Gevor da nicht drin, weil er hat jetzt auch keinen starken Mann 2020 besiegt. Also von daher, sonst wäre, also nur, dass die Leute verstehen, warum ich die Liste so gemacht habe. Also bei mir geht da alles mit rein, auch natürlich dieses Jahr, aber irgendwie, natürlich wird dieses Jahr mehr gewertet, aber ich habe jetzt auch die vergangenen Errungenschaften nicht vergessen, sagen wir mal so. Ja gut, aber wie gesagt, Bremer hat dieses Jahr gar nicht geboxt, deswegen zählt der für mich nicht. Aber gut, aber das ist nur meine Meinung. Eugen, wie sieht deine Liste aus? Meine Liste sieht folgendermaßen aus. Ich habe an 1 Abasparu, an 2 Jack Holtschai, an 3 Jürgen Bremer, an 4 Agit Kabayel, an 5 Felix Sturm. Meine Liste sieht so aus. Platz 1 Jack Holtschai, Platz 2 Robin Krasnicki, Platz 3 Abasparu. Abasparu hat Jack Holtschai nicht umgehauen. Krasnicki hat Bösel umgehauen. Klar, natürlich ist das ein ganz anderes Level, aber... Absolut anderes Level. Muss natürlich auch die Legacy mit reinrechnen, wenn ihr das sagt. Von Robin Krasnicki. Ja, aber Abasparu hat keine. Doch.
So, Platz 4. Der hat in einem Kampf mehr Legacy aufgebaut, als das in seinem ganzen Leben. So, Platz 4 habe ich Vincent Feigenbutz und Platz 5 Agit Kabayel. Jürgen Brämer, wie gesagt, habe ich nicht mit drin, weil er dieses Jahr nicht geboxt hat. Überhaupt, wenn man mal bei Boxrec guckt, da die ganzen Boxer wie Hertel oder Zeug oder so, die sind da alle noch gelistet, obwohl die dieses Jahr gar nicht geboxt haben. Müsste es nicht normalerweise sein, dass die nach 12 Monaten aus den Ranglisten rausfliegen? Ja, normal schon, aber kann sein, dass Boxrec da irgendwas wegen Corona auch geändert hat. Ja, ich glaube, wegen Corona kann man das jetzt alles nicht so ganz genau sehen. Okay. Finde ich auch hart, wegen Corona. Das kann man natürlich vielleicht ausnutzen, aber normal werden ja mehr Punkte wegen Inaktivität abgezogen und wenn das der Fall wäre wegen Corona, wäre irgendwie unschön auch, ne? Weil vielleicht bei manchen auch manche Konstellationen so sind, dass vielleicht da gerade auch nichts geht. Mhm. So, aber es ist ja schon mal interessant zu sehen, dass wir in Teilen uns da schon sehr widersprechen, aber mit euren Listen kann ich soweit trotzdem d'accord gehen. Kommen wir auf den internationalen Bereich. Die Top 5 Pound for Pound international. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wer bei euch Pound for Pound international ganz vorne dabei ist. Eugen, wie sieht das bei dir aus? Ja, schwierig, ne? Es ist absolut eng, finde ich, an der Spitze. Es gibt einige Elite-Kämpfer, die man ja fast beliebig ranken kann, wenn man sich so die Pound for Pound-Liste anguckt. Weltweit, dann ist es gar nicht so einfach, finde ich, da wirklich eine klare Top 5 zu machen, weil es ist schon verdammt eng vorne. Ich bin ja jetzt vielleicht, ja, nicht ganz nach Legacy-Kriterien gegangen, sonst müsste man ja jemanden wie Manny Pacquiao auch noch in den Top 5 haben, was man auch durchaus vielleicht sogar auch vertreten könnte. Aber ich habe es ihnen nicht reingenommen, bin mehr von der Leistungsfähigkeit ausgegangen. Und da habe ich an Nummer 1 Terence Crawford, an 2 Saul Alvarez, an 3 Tyson Fury, an 4 Errol Spence und an 5 Dimitri Bivol. Die Liste, die du hast, die gleicht sich größtenteils bei mir ab, nur dass ich Errol Spence an 1 habe, Saul Alvarez an 2, Tyson Fury auf 3, auf 4 Terence Crawford und auf 5 habe ich Mairis Briedis. Hui. Er hat für mich ein bisschen mehr gezeigt. Er hat Dorticos 1A ausgepunktet. Das zählt für mich auf dem Punktzettel dann doch so ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, das ist ja alles subjektiv. So, Samira, wie unterscheidet sich deine Liste von unserer? Ja, nur die Rangfolge. Also da kommt jetzt nicht wirklich noch großartige neue Namen. Also Platz 1, Saul Alvarez. Da wird sich Kim Burmeister freuen. Er mag ihn ja nicht so, aber ich finde er trotzdem, auch wenn er immer Weightcut-Sachen und so macht, ich meine trotzdem, also ein bisschen was geleistet hat er trotzdem, auch wenn er immer ein bisschen trickst, deswegen habe ich ihn an Platz 1. Dann kommt Tyson Fury, Platz 3 Errol Spence Jr., Platz 4 Terence Crawford, Platz 5 Anthony Joshua. Aber ja, wir haben ja auch damit kann man gehen. Ja, natürlich. Man könnte vielleicht auch noch jemanden wie Inoue oder so damit reinnehmen in die Liste. Das sind alles, es gibt eine Menge Leute, die es natürlich auch irgendwo verdient hätten, in die Liste aufgenommen zu werden. Es gibt schon eine Menge schöner Boxer, aber es ist halt immer auch so ein bisschen Geschmackssache, ein bisschen Fanbrille, wie man was bewertet. Zum Beispiel, wie Samira sagte, bei Alvarez, er ist sicherlich die größte Cash-Cow im Boxen momentan und für die allermeisten wahrscheinlich auch die Nummer 1, aber dieses Gewichtsklassending, das wiegt bei mir echt schwer. Aber das ist halt auch mal so eine Ansichtssache. Für mich ist das vielleicht schlimmer als für viele andere. Und deswegen sehe ich einfach noch mehr bei Crawford. Auch wenn sicherlich Alvarez wahrscheinlich schon die bessere Legacy hat. Ich denke, das ist ja zweifelsohne so. Aber vom reinen Können würde ich Crawford über ihm sehen, weil die Dominanz und die Stärke mit wie viel Skill er das löst, das ist für mich ausschlaggebend, um ihn auf die 1 zu setzen. Aber wenn man Legacy bewertet, dann oder stärker bewerten würde, müsste man natürlich Alvarez ziemlich klar an 1 haben. Damit sind wir so gut wie durch mit unserem Jahresrückblick 2020. Wir sind jetzt natürlich mit vielen Sachen auch sehr kritisch und streng ins Gericht gegangen. Aber was hat euch denn dieses Jahr besonders gut gefallen?
Meinst du jetzt sportlich als Kampf oder? Überhaupt. Was hat euch am Thema Boxen dieses Jahr gut gefallen? Also ich fand es auf jeden Fall bemerkenswert, wie Eddie Hearn auf seinem Grundstück, was ja nicht gerade klein ist, seine Boxveranstaltung da überhaupt auf die Beine gestellt hat, dass er auf die Idee kam, dass er sich da auch nicht irgendwie, ja, dass er auch nicht zu privat war, dass er, manche würden ja sagen, ja, ich will nicht bei mir da fast zu Hause, jeder weiß, wo ich wohne, jeder sieht mein Haus und so. Jeder konnte ja sehen, ich meine, wie er wohnt, dass er das da trotzdem gemacht hat, natürlich jetzt auch ohne Zuschauer, aber trotzdem, es wurde ja live übertragen in die ganze Welt, dass er halt so mutig war, das gemacht hat und auf die Beine gestellt hat. Hauptsache, es kann Boxen veranstaltet werden, egal wo. Und ja, das fand ich halt sehr, ja, ideenreich, sage ich mal so. Also, das fand ich gut, dass das, weil sonst, weiß ich nicht, sonst hätten wir vieles nicht gesehen. Und richtig. Ja. Das ist mir jetzt so spontan eingefallen. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr Sachen, die gut waren, aber das war jetzt so das Erste, was mich so beeindruckt hat, weil die Show auch so gut war und die Lichter und so. Also da wurde sie schon angestrengt, ne? Das hat man gesehen. Eugen, was hat dir besonders gut gefallen 2020? Tja, das ist eine gute Frage. Generell hat Samira natürlich recht. Eddie Hearn ist ja einer der positivsten der größte Mensch im Boxsport. Und solche Figuren braucht man einfach. Ne? Das ist natürlich positiv, sowas zu sehen. Ja, sonst weiß ich nicht. Ist für mich immer relativ schwer. Ich finde, dass das Boxen ist halt in einer echt schwierigen Situation insgesamt. Also ich sehe da eher Negativeres als Positiveres, leider. Muss ich leider so sagen. Und klar, die wenigen richtig starken Kämpfe, die wir hatten, fantastisch, absolut geil, trotz Corona, dass man nicht zustande gekommen ist, muss man natürlich den Hut vorziehen. Aber ich glaube, dem Boxen geht es gerade nicht besonders gut. Aber man kann ja auch noch positiv anmerken, also für Deutschland, dass es überhaupt zu recht starken deutsch-deutschen Duellen dieses Jahr kam. Zwar auch zu wenigen, aber es reicht ja auch schon, Jack Quilker gegen Abbas, Barau, dann Dominik Böse gegen Krasniqi. Ich meine, das sind beides so schon größere Namen. Und das waren halt schon gute Ansetzungen für die deutschen Fans, dass sowas halt überhaupt gemacht wurde, weil die anderen Kämpfe waren halt oft sehr klar. Da wurde halt, ja, der Heimboxer gegen Auswärtsboxer, der eh keine Chance hat, und der wurde dann vermöbelt, so quasi. Ne? Das war ja sonst so. Aber wenigstens haben wir halt da ein paar Kämpfe, genauso bei Feigenbutz gegen Jama Saidi, das darf man auch nicht vergessen, das war auch ein guter Kampf. Also ein paar gute Kämpfe haben wir gesehen, auch wenn es natürlich in der Mehrheit war es nur 3 oder so, oder vielleicht 5, wenn man ganz genau ist oder alle mitzählt. Aber die meisten waren natürlich eher recht klar, schon im Vorhinein. Aber zumindest haben sich halt die Promoter, dann Argon und SCS, getraut, wenigstens dann auch einen Kampf dann recht eng zu machen. Oder halt ihr Sauerland. Ja, genau. Argon Sport und Sauerland. Argon Sport. Du hast doch eben SCS gesagt. Ja, SCS mit Dominik Bösel und Krasniqi, meine ich. Und mit Abbas Barou gegen Jack Kulka war ja Team Sauerland, und Argon Sport hat es ja ausgerichtet, weil Team Sauerland macht ja irgendwie in Deutschland nichts mehr. Und ja, deswegen auch Respekt halt dafür, dass sie halt so ein bisschen Risiko gegangen sind, weil Risiko belohnt sie auch, weil das wollen die Fans sehen. Diese anderen Kämpfe sind alle uninteressant, ist halt so. Also was bei mir positiv vom Jahr 2020 zurückbleibt, ist einmal so ein bisschen der Ideenreichtum, den manche an den Tag gelegt haben. Wie kann man Veranstaltungen durchführen, auch wenn es strenge Auflagen gibt? Wie du ja schon gerade mit Eddie Hearn gesagt hast, dann könnte man auch Bob Arum in Las Vegas nennen, der im MGM auch veranstaltet hat, wo auch wirklich tolle Veranstaltungen bei waren. Auch wenn die Veranstaltung selber jetzt nicht so interessant war, aber die Idee dahinter war, fand ich schon mal originell, war von Universum die Veranstaltung in Düsseldorf im Autokino, dass man sowas mal auf die Beine stellt, war vom Prinzip her schon eine gute Sache. Aber was ich doch, glaube ich, gebe auch ganz zu, das ist ein bisschen Eigenlob. Was mir besonders gut gefallen hat dieses Jahr 2020, waren wir. Ich finde, wir haben von unserem Podcast haben wir echt nochmal riesen.
Ja, man muss sich auch mal selber loben. Ich finde, wir haben dieses Jahr echt noch mal einen guten Sprung in der Qualität unserer Folgen gemacht. Ich meine, uns sind ja, wenn du, woraus besteht unser Podcast? Drei Typen, zwei Typen, eine Frau, treffen sich einmal pro Woche und sprechen über die Kämpfe des vergangenen Wochenendes und sprechen über die Kämpfe, die dann das Wochenende da drauf folgen. Wenn jetzt aber diese Kämpfe ausfallen, über was sprechen wir dann? So, da haben wir dann auch Kreativität bewiesen und haben gesagt, gut, machen wir Sonderfolgen, sprechen mal über Mike Tyson gegen Holmes oder machen mal ein Interview. Wir haben da Interviews mit Boxern gemacht, Christian Thun wäre da zu nennen oder Vincent Feigenbutz, zweimal. Rokul, danke. Patrick Korte ist ein Schwergewichtler aus Essen, Entschuldigung. Oder hier auch Leon Bauer. Das waren alles coole Interviews. Wir haben gute Rückläufe da von unseren Zuhörern bekommen. Wir haben noch mal ein bisschen an unserem Auftritt gearbeitet. Wir haben noch mal ein bisschen an der Audioqualität unserer Folgen gearbeitet. Also ich finde, wir haben dafür, dass 2020 durch Corona uns eigentlich so wenig gegeben hat, haben wir, finde ich, doch sehr viel dieses Jahr rausgeholt. Ja, stimmt auf jeden Fall. Und ja, um die Audioqualität, Nachbearbeitung kümmerst du dich ja auch meistens. Ist auf jeden Fall auch sehr gut. Kostet auch viel Zeit. Das dürfen die Leute auch nicht unterschätzen halt immer. Wir nehmen halt nicht mal irgendwas auf und laden das mal irgendwie hoch, sondern Robert sitzt da auch schon stundenlang, um uns einigermaßen hörbar zu machen. Also die beste Tonqualität rauszuholen, die möglich ist, weil es halt sehr anstrengend ist, Podcasts zu hören, wo man ständig irgendwie viele Hintergrundgeräusche hat oder wo sich die Stimmen scheiße anhören, ist halt so. Deswegen finde ich das, also wenn man sich das ja mit letztem Jahr vergleicht, dann ja, hört man schon die Verbesserung und ich hoffe, dass man zum nächsten Jahr dann wieder irgendeine Verbesserung sieht, egal wo, aber in irgendeinem Bereich. Ich meine, wir sind ja auch überall zu finden, ihr könnt uns auch bei Spotify hören und folgen. Bei YouTube brauchen wir auch Abonnenten, könnt ihr uns auch hören. Wir posten immer alles bei Facebook, Instagram und so. Und wäre cool, wenn wir auch da immer mehr Rückmeldungen bekommen. Habt ihr ja schon gut gezeigt gerade. Immer wenn wir Fragen von euch wollen, dann kriegen wir meistens auch genug. Das ist ja auch schon mal ein Danke auch an die Hörer, die sich da auch die Mühe machen, uns zu schreiben. Und ja, dann rutscht alle gut rein und bleibt alle gesund auch im nächsten Jahr. Und hört uns weiter. Das größte Dank geht natürlich an die Hörer raus, wie du gerade schon gesagt hast, Samira. Im Endeffekt ist das ja alles nur ein Hobby, aber es ist schön, dass ja auch unser Hobby auf so viel Gegenliebe bei den Zuhörern stößt, dass wir da viele Rückmeldungen bekommen, positiv wie negativ. Oder was heißt negativ, aber kritisch. Von daher ich bin froh, dass ich bei euch mitmachen kann. Es macht mir Spaß. Und ich finde dafür, dass Corona oder das Corona-Jahr uns so wenig an Kämpfen geliefert hat, haben wir echt das Maximum rausgeholt. Wir beenden diese Folge damit für heute. Wir danken euch, dass ihr uns zugehört habt. Wir hören uns im neuen Jahr. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund, haut rein, tschüss. Servus. Tschüss. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast.de.